Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Letztes Mal haben wir ja das Kapitel mit der Tänzerin. Ich habe mittlerweile das gesehen. Es soll eine Tänzerin sein. Elia oder so ähnlich hieß sie. Ist ja schon eine Woche her. Haben wir fertig gespielt und jetzt sind wir wieder in der Rolle von Alex Roivers in der Villa ihres Großvaters. Und wir wollen weiter den Tod ihres Großvaters aufklären. So, dann gucke ich jetzt mal eben schnell noch mal rein. Wie gesagt, das ist eine Woche her, also gucke ich mal in die Zaubersprüche. Sie kann noch nicht zaubern, sie hat noch keine magische Energie. Ja, gut, wir können noch gar nicht zaubern. Haha. Das heißt, wir haben keinen Zauber gelernt. Ach ja, jetzt weiß ich auch, bei ihr war das Besondere das mit den Kerzen. Wir haben hier die Kerzen gefunden. Also sprich, wir haben hier die Kerzen in dem Raum ja schon gesehen. Und das sind genau die gleichen Kerzen, die wir auch in dem Level hatten. Und das ist im Endeffekt, müssen wir genau das Rätsel, was wir im Level gelernt haben, wiederholen. Das ist quasi das Konzept vom Spiel. Wir spielen ein Level, wir spielen ein Kapitel aus dem Turm. Dadurch kriegt Alex Roivers Wissen über etwas, was in dem Kapitel passiert ist. Dadurch kann sie das entsprechende Rätsel in der Villa lösen. Oder sie lernt einen Zauberspruch, mit dem sie weiterkommt. Ich glaube, das ist jetzt kein Riesenspoil zu verraten, dass man hier auch Magie lernen kann. So, wir sehen also hier die drei Kerzen. Wir sehen oben ein Bild und wir müssen wie gehabt das gleiche Bild einstellen. Ein schmaler Schrein aus Kerzen. Die Anordnung der Kerzen scheint einem bestimmten Zweck zu dienen, da sie mit Kupferstichen auf dem Tisch und der Illustration an der Wand übereinstimmt. Die Kerzen sind an. Und jetzt habe ich im Vergleich zu vorher die Option, Kerzen an- und auszumachen. Und wie man sieht, oben bei dem Bild ist die Sonne auf der linken Seite, also löschen wir die mittlere Kerze und die rechte Kerze. Und schon haben wir das jetzt gelöst. Unten geht ein kleines Türchen auf. Und oh Wunder, was wird da wohl drin sein in diesem Röhrchen? Die Reihenfolge, in der die Kerzen entzündet wurden, war der Schlüssel zu einem Geheimfach, das sich geöffnet hat. In ihm befindet sich eine Nachrichtenrolle. Was wird in dieser Nachrichtenrolle wohl drin sein? Um das herauszufinden, müssen wir sie einfach nur prüfen. Und dann können wir sie gleich aufmachen. By the way, bevor ich jetzt hier drücke und vorlese und drücke, wenn ihr noch nichts zu trinken habt, holt euch was. Wenn ihr was zu trinken habt, dann macht das gleiche wie ich. Trinkt etwas, denn Flüssigkeit ist wichtig. Wie immer. So. Eine antike, in Leder gebundene Nachrichtenrolle. Eine, in der früher versiegelte Nachrichten transportiert wurden. Sie scheint verschlossen zu sein. Irgendetwas ist im Inneren verborgen. Soll Alex sie öffnen? Ja. Und natürlich war ganz klar, was ist drin? Eine Kapitelseite. Alex hat die Kapitelseite mit dem Titel der Verschwörung verdächtig gefunden. Und somit würde ich sagen, spielt für dieses Kapitel. Your presence is welcomed, Majesty. As always, I am honored. Our dealings are a pleasure to us both, then. He lies. As do we all. What is this flaw you wish to discuss with us? My concern is with the other ancients. Ulioth, Chaturka. Should they unite with Mantarok, they will doubtlessly possess enough power to vanquish even thee. As darkness abhors light, and light abhors dark, the others will not, cannot, join forces. Mantarok will be bound, and the others will sink into insanity when I return. As has been foretold. I was unaware. There is much you do not know. And much you never will. Be certain to retrieve Mantarok's essence. It is necessary to cement our place in your world. Then what of Charlemagne the Frank? What do you intend for him? The Frank is an instrument of light. He seeks to unite Europe under his banner. With this in place, my guardians will be hard-pressed to perform the functions you require. For your own schemes, Pius, think of your future. Then Charlemagne will be removed from the picture. Make sure he
make sure he is removed from power. Of course. He is as good as dead. Ja, Alex hat die Seite mit dem Kapitel an sich genommen und hat die Nachrichtenrolle beiseite gelegt. Ja, Karl der Große ist in Gefahr, so wie es scheint. Zumindest soll er aus dem Gemälde entfernt werden. Das ist eine interessante Übersetzung, oder aus dem Gemälde ausradiert. Eine interessante Übersetzung für to be removed from the picture. Okay. Übersetzungen in Spielen. Kann man sich immer drüber streiten. Ich würde sagen, jetzt aber fangen wir an und spielen das Kapitel. Kommt hier gleich noch eine Zwischensequenz. From my research, it is apparent that the endeavors of mankind are mere puppetry at the hands of the ancients. Whenever a king vows reform, the ancients move quickly to stifle it. Under the auspices of Emperor Charlemagne the Frank, the new Holy Roman Empire was at the height of its power. Hanc mit ad dominum et imperatorum nostrum, carolum magnum francum. Deliver this to our lord and emperor, Charlemagne the Frank. No one but him must see it. They are words for his eyes only. At once. Bewitched. If this was meant for Charlemagne, then what will become of him? I have to warn him of this treachery. Und da sind wir wieder, beziehungsweise da haben wir wieder die Kontrolle. Wir spielen also diesen einfachen Boten und diesen einfachen Diener, den die Neugier übermannt hat und der jetzt die Konsequenzen daraus zieht. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich unseren Herrscher Karl den Großen warnen vor dem, davor, dass scheinbar ein Anschlag auf ihn verübt wird. Gehen wir erstmal nach oben. Und schauen uns hier oben um. Okay, hier. Was ist das für ein Busche? Elia. Ach, das ist die Tänzerin. Da hatte ich den Namen doch richtig im Kopf. Elia. Tänzerin vom letzten Kapitel. Was ist das? Pius Augustus. Ach ja, stimmt. Wir haben ja die Statue von Pius Augustus, als wir beigebracht bekommen haben, wie man zielt, kaputtgeschlagen. Das ist die hier kaputtgeschlagene Statue. Passt übrigens auch ganz gut, weil Pius hat sich selbst kaputtgeschlagen in Statueform und im Endeffekt hat er seinen Geist zerstört damit. So, hier sind noch Plätze für mehr Statuen. Anwesen der Wolves-Familie eingebettet, was das Ähnlichkeit mit einem lederhautartigen Hund hat, ein geheimnisvolles Blut, gebunden in Menschenhaut und aufwendig mit geschrumpften Knochen. Es scheint zu rufen, es wird sehr zu verlangen. Soll Anthony das Turm für Tunneldaten zu sich nehmen? Ja, natürlich. Anthony, das Turm für lauter Flashbacks. Ich nehme mal an, das soll heißen, er hat das jetzt auch gelesen und kennt also die ganzen Geschichten, die Alex auch schon gelesen hat. Und damit sind wir zurück an der Stelle, an der das Ganze begonnen hat.
als wenn es nie passiert wäre, aber wir haben das Tome of Eternal Darkness dennoch. Das heißt, das muss ja wohl wirklich passiert sein. Gucken wir weiter nach oben. Okay, hier sind irgendwelche Leute. Hallo, guten Tag. Entschuldigung, ich stand eben reden. Der Mönch ist auf seine Aufgaben konzentriert und möchte nicht gestört werden. Der andere bestimmt auch. Kann ich nicht reden? Doch. Sprachlos über die Unaufmerksamkeit Anthonys bittet ihn der Mönch, ihn alleine zu lassen. Da ist was, das blinkt. Kann ich das untersuchen? Nein. Da muss der Mönch wahrscheinlich vorher weggehen. Aber da hinten ist auch was. Das blinkt. Was haben wir hier? Eine Vase, eine blaue Vase. Im Regal steht eine blaue Urne. Gut, Urne, Vase, kaum ein Unterschied. Das eine kommt unter die Blumen, in das andere kommen die Blumen rein. Meine Güte. Nehmen wir mit, oder? Scheint ja auch keine Asche drin zu sein oder so. Gucken wir mal weiter. Okay, ist einfach nur ein Detailbild, ein Schreibpult. Bücher. Eine bemerkenswerte Anzahl von Büchern und dicken Wälzern ist peinlich genau in den Regalen eingeordnet. Die Bücher, in der Hauptzahl religiöser Natur, stehen in einer Staubschicht, so als habe noch niemand die Hand nach ihnen ausgestreckt. Interessant. Gibt hier was anderes? Nein. Und im dritten Regal? Ah, da sind nur irgendwelche Federkiele und so drin zum Abschreiben von Büchern. Das ist ja in Klöstern oft passiert. Ja, die Kamera dreht sich wild im Kreis. Während wir mal wieder nach unten gehen. So, dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Kirchenbänke, okay. Ah, okay. Das ist also das Kirchenschiff. Mal hier in der Mitte entlang. Das ist eine Tür da hinten. Ja, gucken wir mal, ob wir den Mönch, mit dem Mönch reden können. Nachdem Anthony sein Anliegen vorgetragen hat, erfährt er von dem Mönch, dass Karl der Große sich in einer Audienz mit dem Bischof in dessen Besuchszimmer befindet. Oh, hinter der Tür sind Stimmen. Aus dem bischöflichen Besucherzimmer dringen gedämpfte Stimmen. Die Tür ist verschlossen und Anthony benötigt den bischöflichen Schlüssel, um einzutreten und Karl den Großen um eine Audienz bitten zu können. Gut. Wir wissen also schon mal, wo Karl der Große ist. Wir müssen nur noch diesen Schlüssel finden. Sehr schön. Ist das ein Sarg? Anthony wird von dem Mönch herzlich begrüßt. Aber er bringt auch die schlimme Nachricht von dem Ableben eines Mitbruders, der von einem Turm in den Tod stürzte. Der Mönch berichtet in ruhigem, zurückhaltendem Ton und Anthony fragt sich, ob er hier die Wahrheit hört. Okay, bevor ich mir den Sarg angucke, gucke ich erstmal, ob ich noch mit den Leuten reden kann. Der Mönch informiert Anthony darüber, dass der Orden die Ankunft des Bischofs erwartet, sodass das Begräbnis stattfinden kann. Es wird eine lange Zeit des Trauerns einsetzen, da dies nicht der einzige Tote innerhalb des Ordens ist, der momentan beklagt werden muss. Okay, das heißt, Charlemagne bzw. Karl der Große ist zwar in dem bischöflichen Empfangszimmer, Besucherzimmer, aber der Bischof scheint dort nicht zu sein, weil der wird ja noch erwartet, dass er ankommt. Okay, gucken wir mal den Altar an. Und ja, natürlich hebe ich mir den Sarg für zuletzt auf, weil ich weiß, dass dann die Story weitergeht. Ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt. Ich kann mich an manchen Stellen nicht mehr genau daran erinnern, aber hier ist ganz klar, der Sarg ist der Trigger. Deswegen gucken wir uns den jetzt an. Detail. Ein Sarg aus naturbelassenem Holz. Er ist nicht richtig verschlossen und kann leicht geöffnet werden. Soll Anthony den Sarg öffnen? Im normalen Leben würde ich sagen, lieber lassen. Hier sind wir in einem RPG. Naja, RPG würde ich es nicht wirklich nennen, auch wenn das die... Na, hier steht Adventure Game in den Tags. In einem Adventure Game ist das immer so, ja doch, du musst mit allem interagieren. Also von daher, die richtige Antwort ist in diesem Spiel, das ist ein bisschen blöd gemacht, die richtige Antwort ist immer ja, anstatt dass sie einfach irgendwie sagen, öffnen oder so, fragen sie dich immer ja, nein. Und ja ist immer die Antwort mit, es geht weiter. Ja, also
Oh my God, what is Lord. It? What happened? This devil's work. We should get out of here. You have proven what we have feared the most. This poor man has been the victim of great evil. Look how his body has been defiled. As if something has burst out from inside him. Here, take this for your protection. And find the bishop. He must be informed of this horrible discovery. Also, ich habe ein Skramasachs erhalten. Was wohl irgendeine schwertartige Waffe ist. Ich habe dieses Wort, na gut, außer in diesem Spiel, noch nie gehört. Und damit sind wir alleine. Wir haben also etwas bekommen, um uns zu verteidigen. Wir nehmen es, was so viel heißt wie in die Hand nehmen, equip sozusagen. Und jetzt haben wir auch eine schöne Waffe, jetzt können wir zuschlagen. So, okay, dann schauen wir mal weiter. Wir suchen also nach dem Bischof. Und das Interessante ist, jetzt klang es wieder so, als wenn der Bischof doch da ist, ne? Ist schon sehr komisch. Die Tür hier ist wahrscheinlich weiterhin zu. Ja. Das war nämlich der gleiche Text wie eben. Hier drüben ist nichts und wie man sieht, wir sind wirklich alleine. Es ist niemand mehr da. So, da geht es nicht weiter. Das heißt, wir können nur einmal hier nach oben. Na, komm her. Hoch sollst du gehen. So, ich habe übrigens die Kamera in diesem Spiel nicht unter Kontrolle. Der Fluch, den Karl der Große treffen sollte. Der Karl der Große. Deutsche Grammatik ist schwer. Trifft uns. Gut, wir haben hier aber was. Eine komische Scheibe mit einem komischen Symbol drauf. Ein geheimnisvolles goldenes Medaillon liegt auf dem Tisch. Und hier ist es ziemlich so gemacht, dass ich hier heißt B zum Nehmen. Also die sind auch, was die Usability angeht, nicht sehr eindeutig oder nicht konsistent. Anthony hat einen Machtzirkel erhalten. Machtzirkel zeigen die Kraft eines Spruches an. Je mehr Punkte ein Zirkel besitzt, der ja 3, desto stärker ist der Spruch. Sprüche sind magische Formeln, die die natürlichen Fähigkeiten eines Charakters erweitern. Dann haben wir hier eine Liste der Sprüche. Wir können einen neuen Spruch erzeugen. Das können wir jetzt bisher noch nicht. Wir haben bisher nur einen Machtzirkel. Dafür brauchen wir nämlich Runen. Die können wir finden. Dann haben wir hier die Liste der Runen. Und wir können die Pfeiltasten sowie X und Y mit Schnellsprüchen belegen. Wurde uns also das Magiemenü erklärt und ich glaube, wir haben jetzt auch schon, nein, wir haben noch keinen Mana-Balken, der erscheint wahrscheinlich erst, sobald ich den ersten Zauberspruch verwende. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier oben. Jetzt sehen wir ja schon eine andere Kameraperspektive. Zwischen all den Büchern und Manuskripten verlangt ein Buch besondere Aufmerksamkeit. Es steht vom Staub unberührt im Regal, so als gehöre es eigentlich gar nicht dorthin. Soll Anthony das Buch nehmen? Ja. Hat er dran gezogen und einen Schalter betätigt und das offensichtliche Geheimtür, die von einem Buch aktiviert wird. Wir gehen die Leiter runter und schleichen uns mal durch diese Tür. Und da ist ein Vieh mit. Nun, das wird wohl sowas wie eine Rune sein. Im Körper drin. Das blenden wir mal. Das ist ein grüner Zombie. Erstmal weg mit dem Kopf. Da kommt noch einer. Scheiße. So. Die werden uns getroffen. Ist er nicht zurück? Ja. Ich weiß nicht, wie es ist. Alles halb so tragisch. Anthony hat ein gutes Stück Leben zu nehmen. Und da haben wir eine magische Rune. Jetzt in unserer Runenliste. Runen sind der Schlüssel zum Sprechen von Sprüchen. Runen können auf verschiedene Weise kombiniert werden. So entstehen die unterschiedlichsten Sprüche.
Schauen wir also mal. Wir haben eine Rune und wir haben keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, was sie bedeuten sollte. Ja, ich muss auch erst herausfinden, was die Runen bedeuten in dem Spiel. Aber was ich zeigen wollte, ist, wir haben hier einen riesengroßen Rotbalken. Wir haben also eine riesengroße Lebensenergie. Von daher ist das ziemlich wurscht, dass wir jetzt den Schaden genommen haben. Und den mentalen Schaden gleiche ich mal direkt aus mit Arsenalschaden. So. Ab durch die Mitte der Tür. Diese Fackel scheint sehr gut gegen die. Ich renne mal ganz schnell dahin. Und schnapp mir die Fackel. Weil die scheint ja sehr gut gegen diese Skelette zu sein. Ich renne nicht die Skelette mit der Fackel. Kann ich die jetzt eigentlich noch einen Anschlag drauf knallen? Ja. Außerdem ist hier rechts ein Vorhang verschwunden. Der ist verbrannt, als das Skelett dagegen gestolpert ist. Und hier leuchtet was. Ja, das kann ich nehmen. Ah ja, okay. Ja, ich rede erstmal mit dem Mönch. Das verschwindet noch nicht. Dankbar, noch am Leben zu sein, berichtet der Mönch von den Geschehnissen. Er war gerade dabei, eine geweihte Urne vom Taufbecken zu transportieren, als er sich dem Bischof gegenüber sah. Dieser schwang ein großes Schwert und in seinen Augen loderte ein wildes Feuer. Starr vor Angst ließ der Mönch die Urne fallen und rannte weg. Als er später zurückkam, um die Urne zu holen, fand er stattdessen nur das Schwert des Bischofs vor. Dankbar für seine Rettung überreicht der Mönch Anthony das Schwert des Bischofs. Jo, super, dickes Schwert. Dickes Schwert, weil, ja, sehr groß und zwei Hände. Problem, braucht viel Platz. Lieber das Kleine, sonst habe ich ständig gegen die Wand. So, hier hieß es ist dunkel, wenn ich bräuchte auch irgendwas, was Licht macht. Nein, wir haben ja die Fackel. So, ah ja. Oh, ein Teil einer zerbrochenen grünen Urne. Das ist genau das, was der Mönch fallen lassen hat. Zwei oder mehr Items können miteinander zu einem Item verbunden werden. Genau, da können wir jetzt, das ist auch direkt der Link mit dem Zaunpfahl, einmal hier. Und wir haben zwei Drittel einer zerbrochenen grünen Urne. Wir stehen neben, hier ist der dritte Teil auf dem Boden. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es nur gemerkt, weil da neben stand. Das mixen wir mit dem. Jetzt haben wir die grüne Urne und sie ist zerbrochen. Zerbrochen wird die uns wahrscheinlich nicht viel bringen, aber wir haben sie schon mal. Und noch ein Skelett mit einer Urne drin. Oh, was haben wir hier? Oh, eine Steintafel. Magormor Item. Okay. Eine aus Stein gemeißelte Tafel liegt auf dem Boden. Damit. Das ist ein magischer Kodex und das ist, wie das Spiel uns erklärt, welche Rune was bedeutet. Das heißt, das in der Mitte, das ist die Magormor-Rune und Magormor steht für Item, Gegenstand. Jetzt sehen wir hier, da erklärt er uns auch nochmal, sehen wir hier, dass wir hier nicht die Rune, aber den Kodex haben. Und oh Wunder, die Rune ist genau das, was in diesem Spiel ist. Jetzt leuchtet die Rune hier und es steht auch nicht ein Fragezeichen, sondern es steht der Name da. Sehr schön. Dann wollen wir doch noch den Finalschlag ausführen, damit wir nicht so schnell irre werden. Und gehen durch die Tür. Und der Vogel trifft uns ein weiteres Mal. Jetzt sind wir schon ordentlich am Rumpeln. Mit beiden kämpfen sich dann das hier. Und hier währenddessen hier auch noch die Klappen. So, zurück hier hin. Ich gehe davon aus, dass der große Zombie gewinnt. Genau, der grüne Zombie. Das geht. Und den können wir auch nicht.
nicht der Fackel anfangen, wenn ich mich irre. Achso, Finalschlag. Ich habe gar keine Waffe mehr an. Deswegen hat es schon lange gedauert. Ich habe den mit meiner Faust verdroschen. So, dann haben wir hier eine rote Urne. Und da scheint Wasser drin zu sein. Eine gefüllte rote Urne. So, und das ist jetzt hier, das ist jetzt Renngeschwindigkeit. Und das ist jetzt tatsächlich das Schnellste, mit dem man läuft. So, hier haben wir noch einen Codex. Nehmen wir den mal mit. Da steht Uliaorf drauf. Schauen wir mal rein. Runen. Da ist es. Uliaorf. Rechts. Im Schleichtempo. Oh, das ist untersucht. Ein alter Goblin hängt an der Wand. Kein Goblin, sondern im Goblin ein Wandteppich. Die feuchte Atmosphäre des Raumes hat einen Fäulnisprozess in Gang gesetzt. Naja, wir haben ja eben in der Zwischensequenz mit dem Skelett schon gesehen, dass wir den, das war der falsche Knopf, dass wir den anzünden können. Das und dann fackelt der noch wirklich ab. Und dahinter kommt eine Tür zum Vorschein. Das ist wieder so ein Zombie. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel das große Schwert nicht nutzen, weil einfach der Kampf viel zu groß ist. Auf mit der Tür. Doch, das muss der Bischof sein. Okay, der hat irgendeine Geheimtür aufgemacht und humpelt da durch. Ja, toll. Weg ist er. Gucken wir erstmal die leuchtenden Sachen an. Hier haben wir nämlich noch einen Kodox. Ein Kodox. Ein magischer Kodex für die Antor-Bog-Rune. Und ich gucke am besten im Menü nach, was die bedeutet, anstatt das da zu versuchen zu lesen. So, Antor-Bog, das ist die wir hier hatten, projizieren. Und damit können wir jetzt schon zwei Teile des Zauberspruches. Wir können nämlich das Tu-Wort, hier sind immer Tu-Wörter, projizieren. Wir können ein Ziel, Item. Und hier fehlt uns noch die dritte Rune. Ihr Niederzauberspruch besteht immer aus diesen drei. Im Endeffekt aus jeder Zeile wählt man ein Element aus. Man wählt einen Machtzirkel, man wählt hier. Naja, wir haben ja schon erfahren, dass Uliaorf einer von den Ancients ist. Das ist ja der, einer von den alten Göttern, die Bovopius sein. Jetzt werde ich bei einer Frauchen gesagt. Xelotath gewarnt hat vor, was, wenn Uliaorf und Chiturga sich zusammentun. Das ist also einer der Gegenspiele von Xelotath. Das heißt, wir haben hier vier Einträge und wenn hier Uliaorf steht, wird es wahrscheinlich Xelotath, Uliaorf und Chiturga sein. Und das vierte, naja, schauen wir mal. Aber drei sind sehr wahrscheinlich. Und da wählt man eben eins aus. Wählt ein Tu-Wort aus und ein Ziel und dann kann man eben einfach nur noch drei verschiedene Stärken auswählen. Wir haben drei verschiedene Machtzirkel. So, und was haben wir da? Eine Schriftrolle, die blinkt. Auf dem Tisch liegen Bücher und darauf eine altertümliche Rolle, die offenbar aus Papier besteht. Anthony hat den Spruch ein magisches Item erhalten. So, jetzt erklärt er uns noch dies, die Liste der Sprüche-Dings. Achso, ja stimmt, da kann ich auch vorlesen. Zu der vergilbten Rolle, auf der geometrische Symbole gezeichnet sind, gehört eine kurze Notiz. Das, was zerbrochen wird wieder eins. Das, was abgenutzt, wird wieder scharf. Dies ist die Natur der Magie des magischen Items. Dieser Spruch benötigt die Runen Antor-Bog und Magormor. So. Und jetzt kann ich hier theoretisch gesehen, wenn ich den Spruch einmal gemacht habe, sobald ich ihn also einmal mit Hand gemacht habe, Antor-Bog und Magormor, kann ich ihn da aus diesem Schnellwahlmenü jederzeit wieder aufrufen. So, dann gucken wir uns mal diese Tür an, diese geheime. Der Bischof ist hinter dieser Geheimtür verschwunden. Irgendwie muss ich diese Tür doch öffnen lassen. Ja, gucken wir uns mal weiter.
haben wir schon gesehen. Vielleicht ist es ja wieder so ein alter Bücherregaltrick. Religiöse Texte von unaussprechlichem Wesen, geschrieben in Sprachen, derer nur dunkle Kreaturen oder verdorbene Menschen mächtig sind. Okay. Das ist bestimmt das gleiche. Ja, ja, das, die gehören zusammen, die zwei. Okay, so. Und dann auf der anderen Seite. Und das ist derselbe Text. So, dann gucken wir mal. Oh, ich jetzt nochmal untersuchen. Jetzt geht die Tür auf. Ach Moment, das war ja. Ich stehe auf einer Druckplatte. Ach ja. Ah ja, okay. Okay, wir haben hier drei Kreise auf der Druckplatte. Ich gehe mal davon aus, dass wir die drei Urnen da drauf stellen müssen. Nun gut, gucken wir mal. Benutzen wir mal die rote Urne. Ja. Okay, sie ist nicht schwer genug, um etwas zu bewirken. Okay, nicht schwer genug, das klingt mir so nach dem Motto, wir müssen alle drei Uhren mit Wasser füllen. Also, genau das. Zurück in den Raum, wo wir, hier war nämlich ein Wasserspender-Ding. Die erschreckende Darstellung eines abscheulichen Teufels. Das Bildnis ist so gewunden und geformt, dass es wie der Brunnen einer Quelle aussieht. Und was für eine widerliche Flüssigkeit, die aus einer von Schaum verkrusteten Öffnung in das Becken tröpfelt, handelt es sich wohl? Das ist egal, ich mache trotzdem hier die Urne voll. Oh, als Elfin die Urne umdreht, gleitet sie ihm aus den Händen, fällt auf den Boden und zerbricht in viele Teile. Jetzt brauchen wir dringend den magischen Itemspruch. Und, oh Wunder, wir haben eine magische Rune gefunden. Der Spruch magisches Item wurde entdeckt. Und jetzt erklärt uns das Ganze noch. Ja, ja. Ich muss jetzt tatsächlich den Zauberspruch erst einer Schnelltaste zuweisen, weil das Tutorial das von mir verlangt. So. Und jetzt haben wir die magische Energie als Anzeige. Jetzt haben wir auch alle drei Anzeigen. So, dann wollen wir doch mal den Zauberspruch sprechen. Jetzt kann ich also hier auf Sprechen drücken, wähle ich einfach nur eine Stärke aus, wähle eine Ausrichtung, das ist also hier Ulioth. Und jetzt kann ich das Item auswählen. Nehmen wir mal die Urne. Und wie man sieht, das sieht ziemlich ähnlich aus von dem, was passiert ist, als wir den Heilzauber verwendet haben. Wo es hieß, man darf sich dabei nicht bewegen. Und tatsächlich, ich mache das mal vor, wir sind hier gerade in Sicherheit. Wenn ich einen Zauber spreche und mich dann bewege, wird der Zauber abgebrochen. Und die magische Energie haben wir trotzdem verbraucht. Bei magischer Energie ist es nicht so schlimm. Die lädt sich nämlich auf, dadurch, dass wir umherlaufen. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier mit grüner Ausrichtung sprechen müssen, um das zu reparieren, oder ob das mit der blauen Ausrichtung ist. Sehr schön, wir haben eine grüne Urne und können die jetzt eben füllen. Die Urne wird unter die nach Fäulnis riechende Quelle gehalten und bis zum Rand mit stinkender, fauliger Flüssigkeit gefüllt. Sie ist nun schwerer als zuvor und voller Gestank. Dann machen wir dasselbe nochmal mit der dritten. Gleicher Text. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hochgehen und die drei Urnen auf diese Druckplatte mit den drei Kreisen stellen, gehe ich her und verabschiede mich in die nächste Woche. Ciao, miau!